Hast du auch mal zu viel riskiert? Wie ich meine Frau vielleicht zu tief in die Augen geschaut habe. Nein, ich habe noch nicht zu viel riskiert. Man muss alles ausprobieren. Ich habe auch schon mal Kokain genommen. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mein Name ist Johannes Rosiat von Hidden Champion und heute bin ich bei Roland Gumpert von der Gumpert Airways Automobile GmbH in Ingolstadt. Roland, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir in deinen heiligen Hallen. Ich habe die erste Frage: Wie kommt man durchs Leben? Indem man das macht, was einen Spaß macht. Spaß soll das Hobby sein. Und wenn man den Beruf zum Hobby macht, dann hat man das ganze Leben Spaß und so wird dann nicht langweilig. Man hat immer Freude am Leben. Hast du das Gefühl, dass du Spaß bei der Arbeit hast? Ja, sonst hätte ich nicht arbeiten oder nicht diese Arbeit machen. Ja. Ja. Wie lange machst du das schon? Oh, seit meiner Kindheit. Ich habe schon als kleines Kind angefangen zu basteln und zu spielen mit Autos und mit technischen Gegenständen. Und mein Vater hat mir gelernt, wie man eine Fahrradkette repariert, wenn sie gerissen ist, und das Fahrrad gerichtet. Und dann als Student ging es weiter mit dem Motorrad und dann mit einem kleinen Autochen. Und ja, und so habe ich immer meine Technik ausprobiert und selber gebaut und bin dann Ingenieur geworden und habe eben mein Hobby zum Beruf gemacht. Ingenieur für Automobil? Nein, das war Maschinenbau. Ich wollte eigentlich entweder Arzt werden, aber Arzt und Chirurg ist fast so wie ein Ingenieur. Habe ich jetzt langsam gelernt, weil auch die Ärzte machen mit Schrauben dann den Knochen wieder heile und gerade und es ist viel Verwandtschaft. Aber dann habe ich irgendwann einmal kurz, wie ich 18 war, kurz vorm Abitur, so einen schrecklichen Motorradunfall gesehen, wo dann das Gehirn auf der Straße verteilt war. Und da dachte ich, naja, werde ich doch lieber Ingenieur, weil dann hast du nicht vielleicht den großen Stress wie mit Menschen. Maschinen sind dann doch ein bisschen geduldiger. Ja, ich glaube auch, Maschinen zu reparieren ist nochmal was anderes als einen Menschen zusammenzuflicken. Ja, das schon, aber wenn man so ein bisschen älter Ja. wird und man sieht, welche Ersatzteile man brauchen täte, und das passiert ja heute schon mit Organverpflanzungen, sind ja alles Ersatzteile. Es wird ja alles, ist alles schon, also gleich wie Maschinenbau. Ein Oldtimer braucht eine neue Zündkerze oder einen neuen Vergaser, baut man einen neuen Vergaser ein. Und beim Fertig. Menschen bräuchte man auch ein paar Ersatzteile, ein bisschen komplizierter vielleicht zum Einbauen und Ausbauen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannender Bereich, den du jetzt hast. Ja, absolut, Da wäre ich absolut. wahrscheinlich nicht hier gewesen, wenn du Arzt gewesen wärst. Ja. Erzähl Ja. mir mal kurz, was hast du eigentlich erreicht? Vom Kette zusammenbauen in der Kindheit, bis da, wo du jetzt bist. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, ich habe erreicht, dass mir mein Leben immer Spaß gemacht hat und meine Technik und meine Arbeit. Und jetzt habe ich erreicht, ich habe meine eigenen Autos gebaut, ich habe einen Porsche-Killer mal gebaut und vor 10, 15 Jahren mit dem Apollo ein Auto, was weltweit eine Straßenzulassung hatte, aber sofort genommen werden konnte als Sportwagen, ohne irgendwelche Veränderungen, vielleicht gerade mal die anderen Reifen für eine Rennstrecke drauf und dann auf die Rennstrecke gestellt. Und dann ist das Auto Rundenstrecken gefahren und hat normale Rennautos geschlagen als Straßenauto. Das war also mein Ziel. Und das war toll. Und das war ein serienmäßiges Auto, was dann nicht für eine Rennstrecke getunt werden musste. So wie, und das ist mir gelungen und das war mein tolles Ziel und das habe ich erreicht. Und jetzt habe ich, glaube ich, erreicht, dass ich elektrische Fahrzeuge entwickle. Elektrische, die ohne Emissionen fahren und eben auch keine weitreichenden Beschränkungen haben, keine Distanzbeschränkungen haben und normal betankt werden wie herkömmliche Autos, wie Benzin- und Dieselautos in der gleichen Strecke, in der gleichen Kürze
und trotzdem elektrisch fahren. Und ich glaube, das ist die Mobilität für, ich sage mal jetzt, für die Menschheit in der Zukunft. Ich glaube, auf das Technische gehen wir später noch ein bisschen hin, obwohl ich kein Techniker bin, muss ich vorweg sagen. Aber ich habe, du hast ja vorhin mir ein bisschen erklärt, wie das mit Wasserstoff funktioniert, wie das mit Elektrik funktioniert, wie mit Luft und warum deine Autos eher für die Zukunft gewappnet sind als andere. Oder wir können auch direkt jetzt mal einsteigen. Warum oder warum sagst du, ist deine Technologie, die du entwickelt hast, für die Zukunft der Menschheit bestimmt? Na gut, die Zukunft der Menschheit ist, dass man ohne fossile Brennstoffe auskommen muss. Das heißt, er sagt das immer so schön, der liebe Gott hat uns genug Sonnenenergie, Energie gegeben, die wir verwandeln könnten, um unsere ganze Welt mit Energie zu versorgen. Das ist Wasserkraft, das ist Ebbeflut, das ist die Sonnenenergie, das ist die Wärme, das ist der Wind, das können wir, das nutzt alles und das ist genug Energie, ohne dass wir jetzt hier unsere Welt veröden müssen mit Emissionen, mit Abgasen und alte Kohle und Erdöl verbrennen müssen und unsere Umwelt verschlechtern und vermiesen. Das ist das Ziel und mit unserer Technologie, wo ich jetzt der Pionier bin, sprich mit Wasserstoff, aber nicht mit herkömmlichen Wasserstoff, sondern mit Wasserstoff, so wie wir es machen, ist das möglich in meinen Augen, sodass die Mobilität der Menschheit zu Land, zu Wasser und dann auch in der Luft so gemacht werden kann, dass es wirklich emissionsfrei ist und ohne fossilen Brennstoff. Du hattest mir vorhin kurz erklärt, der Unterschied ist, wenn man einen Tank hat, einen Wasserstofftank, man sitzt quasi auf einer Bombe, weil ein unglaublicher Druck herrscht. In deiner Technologie ist es so, dass dein Wasserstoff, den du herstellst, in diesem Moment hergestellt wird, wo er benötigt wird. Richtig, richtig. Also die normalen herkömmlichen Wasserstoffautos sind ja auch Elektrofahrzeuge. Das heißt, das beste Auto ist ein Elektrofahrzeug, ganz unumwunden. Aber ein Elektroauto ist in meinen Augen halt nur ein Kurzstreckenfahrzeug. 100 Kilometer, 200 Kilometer, weil die Batterie, in der Batterie wird der Strom gespeichert, die Elektrizität von der Sonne oder vom Wasser hergestellt, Wasserkraftwerk hergestellt. Da ist die Energie drinnen, aber die Batterie ist halt ein schweres Paket. Und das muss man dann ständig beschleunigen und wieder verzögern. Und natürlich auch, bis der Strom in der Batterie drin ist, muss man warten. Das ist also ja nicht so, wie wenn man nur Benzin, eine Flüssigkeit in den Tank gibt. Das dauert ja nur ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Bei der Batterie dauert das immer länger. Das heißt also, die Batterie hat ein Problem mit der Schwere und mit der Ladezeit, mit dem Gewicht und mit der Ladezeit. Und deswegen eben Batterieautos super. Primärenergie ist der beste Wirkungsgrad, ist toll, aber nur für Kurzstrecke. Und wenn man jetzt dieses elektrische Fahrzeug längere Strecken bewegen will, dann meine ich, muss man die Batterie nicht immer größer, 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 größer machen, dann wird es immer schwerer, 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 dann hat die Batterie bald nicht nur 100 Kilo, sondern 200, 300 oder 1000 Kilo oder beim LKW, wenn wir jetzt einen LKW von hier nach, von München, von Ingolstadt nach Spanien fahren lassen müssten, dann müsste der 6 Tonnen Batterie haben, ja, und so ein 40 Tonner LKW, dann hat er schon, weiß ich was, 6 Tonnen, das sind 10-15% seiner Ladekapazität hat er an Batterie. Das kann sich ein Spediteur gar nicht leisten. Die über den Brenner rüber und wieder herüber und hoch und runter. Und dann dauert es 3 Tage, um die Batterie zu laden. So viel Zeit hat man nicht und so viel Gewicht will man nicht rumschleppen. Das heißt also, für die Langstrecke wird so ein Elektrofahrzeug, batteriegetrieben, immer ungünstiger. Das heißt, man muss dieses Auto, während es fährt, laden. Man muss den Strom, während es fährt, on board erzeugen. Und das ist unser Prinzip. Wir erzeugen also
unsere Elektrizität, während wir fahren, onboard. Aus einer Flüssigkeit stellen wir Elektrizität her. Und diese Elektrizität wird verwendet, um das Fahrzeug zu bewegen. Sehr stark. Okay. Methanol in dem Fall. In diesem Fall Wasserstoff. Aber weil Wasserstoff eben es Riesenprobleme gibt. Wasserstoff ist das kleinste Element in unserem Elementenspektrum. Das heißt, Wasserstoff ist sehr schwierig zu behandeln. Es muss flüssig sein, um die Energiedichte zu bekommen, weil nur eine Flüssigkeit hat eine richtige Energiedichte, die sich man dann im Tank widerspiegelt, so wie Benzin und Diesel ist ja auch flüssig und hat eine entsprechende Energiedichte. So wäre Wasserstoff auch eine entsprechende Energiedichte, wenn es flüssig ist. Aber flüssig ist Wasserstoff bei minus 260 Grad. Und dann müsste ich also im Tank ständig einen riesen Kühlschrank haben, um meinen Tank auf minus 260 Grad zu kühlen und um das Wasserstoff flüssig zu halten und dann gut isolieren. Da brauche ich viel Energie und das ist sehr kompliziert. Das geht eigentlich nur bei großen LKWs, dass man sowas macht und bei PKW nicht. Oder aber ich nehme Wasserstoff bei Raumtemperatur, dann ist ein Liter Wasserstoff so groß wie ein Fußballfeld. Das heißt also, ich muss es zusammendrücken, dieses Wasserstoffgas. Und dann habe ich eben im Tank drücke Wasserstoffgas in Gasform mit 700, 800 Bar und dann sitzt der Passagier natürlich auf einer Bombe. Okay, und, ja genau. Ne, und dann sitze ich, habe ich in meinem schon zusammengedrückten Wasserstoff im Auto, sitze da drauf und fahre. Aber ich habe auch ein Problem, ich muss ja zur Tankstelle wieder mein Wasserstoffgas laden und da muss man das zusammendrücken und allein die Energie zum Zusammendrücken, wenn ich einmal mein PKW nachtanke, brauche ich so viel Energie für den Kompressor, als wenn ich mit einem Dieselfahrzeug 100 Kilometer fahre. Und dann fängt schon dieser Blödsinn an, dass sich das nicht rechnet. Entweder minus 260 Grad oder aber so einen hohen Druck. So eine Wasserstofftankstelle kostet noch 3 Millionen Euro. Das weltweit und dann in den Entwicklungsländern und dann fängt man sich schon an zu überlegen, naja, herkömmliche Wasserstoffautos funktionieren doch scheinbar nicht so gut vielleicht, aber zumindest nicht in Afrika oder in Entwicklungsländern. Und dann habe ich mir gesagt, ja, wenn wir aber unser Wasserstoff, das ist ein tolles Prinzip, weil man Wasserstoff wirklich braucht, um eben jetzt Elektrizität zu erzeugen, dann muss ich meinen Wasserstoff on board, also im Fahrzeug selber herstellen. Und das geht eben mit Hilfe von Methanol. Methanol ist jetzt wieder eine Flüssigkeit wie Benzin oder Diesel. Das ist eine große Energiedichte. Und aus dem Methanol, was früher mal Wasserstoff war, erzeuge ich jetzt wieder Wasserstoff. Und mit dem Wasserstoff, was ich jetzt im Auto hergestellt habe, völlig drucklos und ohne Gefahr, habe ich jetzt meine Brennstoffzelle, erzeuge meinen Strom und treibe mein Auto an. Okay, okay. Und der Vorteil ist, man hat eben nicht viel Druck und man hat eben nicht diese teure Tankstellen, sondern man lädt Methanol auf der einen Seite und hat eine Batterie auf der anderen Seite. Ja, ich habe jetzt eine kleine Pufferbatterie, so wie jedes Wasserstoffauto auch. Das heißt, es ist kein Unterschied zwischen herkömmlichen Wasserstoffautos und unserem Prinzip. Auch ein Wasserstoffauto hat eine Batterie. Und jetzt habe ich mein Methanol. Methanol war früher mal Wasserstoff. Wie erzeuge ich jetzt, kommt die Frage jetzt bestimmt, wie erzeuge ich Methanol? Aus Wasserstoff und CO2. CO2 nehme ich aus der Atmosphäre, aus der Luft oder aus dem Schornstein, wo es aus einem Kraftwerk oder aus einem Stahlwerk oder aus einem Betonwerk oder aus einer Zuckerrübenfabrik, wo CO2 oder Papierfabrik, wo CO2 in die Luft geblasen wird. Das nehme ich mir oder direkt aus der Luft und mische es mit Wasserstoff und daraus kommt dann die Flüssigkeit Methanol. Und dieses Methanol ist eine Flüssigkeit, so wie Benzin und Diesel, ist ja Energiedichte gut und kann ich über Pipelines schicken,
Es ist ein Alkohol, es ist biologisch abbaubar, ich kann keine Umwelt mehr verschmutzen, es kann keine Strände mehr, bei Schiffsunfällen werden mehr verschmutzt, keine Tiere müssen leiden, die werden, ja gut, werden sie natürlich, Methanol ist auch giftig, das ist kein Ethanol, sondern Methanol, aber es ist biologisch abbaubar. Es gibt viel davon. Und es gibt Riesenmengen davon, ja. Ist die zweitgrößte Flüssigkeit auf der Welt, werden 150 Millionen Tonnen pro Jahr hergestellt. In jedem Kunststoff, in jedem Plastik, in jedem Medizinpräparat ist Methanol drinnen, wissen wir gar nicht. Und dieses Methanol neu hergestellt aus Wasser, Stoff und aus der Luft, aus der CO2 oder aus Salzwasser kann man auch das CO2 entnehmen. Er gibt eben Methanol und das Methanol im Auto getankt von jeder normalen Tankstelle und habe schon weltweit mein Tankstellensystem und dieses Methanol wird dann umgewandelt in Wasserstoff und das CO2, was wir aus der Luft genommen haben, wird dann in die Luft abgegeben, also ist ein Kreislauf, emissionsfrei und das ist die Zukunft der Menschheit, bin ich ganz sicher. Das klingt nach einer Wahnsinnsinnovation. Ich bin absolut sicher, das ist es auch, ja. Ja. Ich möchte gerne noch einen Step zurückgehen und zwar, du warst Ingenieur. Wo warst du Ingenieur? Ich habe bei Audi angefangen. Als junger Ingenieur, Versuchsingenieur habe ich angefangen und hat mir immer Spaß gemacht. Habe den Audi 50 als erste Gesamtfahrzeug als Typbegleiter bei Audi entwickeln, war dann der jüngste Abteilungsleiter der technischen Entwicklung bei Audi, dann ist der Piëch dazu gekommen und aus dem Audi 50 ist ja der Polo, der VW Polo gekommen, den es heute noch gibt. Ne? Okay. Der Polo ist ja eigentlich ein Audi 50, ist ja von Audi entwickelt, aber das weiß heute keiner, das ist ein VW Polo. Sagen auch niemand. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt und war eine tolle Zeit bei Audi. Ja, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst und ich meine, damals warst du angestellt, heute bist du selbstständig, führst dein eigenes Schiff, dein eigenes Unternehmen. Was machst du anders, als was du erlebt hattest bei Audi, also in der Führung? Ja, meine Führungsstil war immer der gleiche. Ich war immer ein eigentlich zu weicher Chef, zu viel Verständnis, eigentlich immer auf Teamgeist aus. Ist ja. Nicht das Schlechteste? Ja, natürlich. Aber es heißt ja auch immer Zucker und Peitsche. Ja. Und Zucker habe ich immer gegeben, Peitsche auch, wenn es sein musste, aber zu wenig eigentlich. Das ist eigentlich mein Nachteil im Vergleich. Oder das wurde immer bei mir kritisiert. Es gibt auch Führungsstile und von meinen Kollegen, die nur die Peitsche hatten und die haben dann vielleicht kurzfristig mehr erreicht, aber langfristig gesehen eigentlich, glaube ich, nicht so viel. Und wenn man aber seine Vor- und Nachteile kennt vom Führungsstil, dann muss man eben die Mannschaft, die man sich auswählt, entsprechend intelligent wählen, so dass man dann also auch ein paar Peitschen in der Mannschaft hat. Dass es nicht auf dich zurückfällt. Okay. Naja, deswegen weniger, die das einfach können, weil ja. Da gehört ja auch ein Talent dazu. Ja. Gibt es etwas, eine Eigenschaft von dir, wo du sagst, die würdest du gerne nicht haben? Tja, meine Frau sagt immer, ich bin zu stur. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man nicht so stur wäre und so dickköpfig, dann würde ich heute hier nicht sitzen. Richtig. Ja. Dann hättest du wahrscheinlich auch diese Technologie, die natürlich auch nicht innerhalb eines Jahres entwickelt wird, absolut hättest du auch nicht entwickeln können. Nein. Ja. Nein. Wie ich vor 4 Jahren angefangen habe, mit dieser Technologie, diese Technologie gibt es ja, ich bin eigentlich nur der Pionier von der Methanol-Wasserstoff-Brennstoffzelle, ja, weil ich gesagt habe, das ist es, das muss man durchgehen. Ja, ich kämpfe seit 4 Jahren gegen die Windmühlen an, jetzt langsam gelingt uns der Durchbruch, aber das ist schon
schon hart, weil diese ganze verkrustete, ja, will nicht weiter auslassen, Bürokratie, gegen die man kämpft, ist es schon schwierig, ja. Wasserstoff ist eine super Sache, ja, aber Wasserstoff wird auch die Zukunft sein. Die Bundesrepublik will Wasserstoffland Nummer 1 werden in der Welt, hat 9 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. Aber wenn ich dann zur Regierung gekommen bin und sage, wir haben auch Wasserstoff, ja, was hast du denn? Methanol, habe ich noch nie gehört, und schon ist die Tür wieder zugeschlagen gewesen. Ne? Diese Lobby, die den Wasserstoff herkömmlicher Art vertritt, obwohl man jetzt seit 30, 40 Jahren intensiv daran forscht, Milliarden von Euro ausgegeben hat und nicht weitergekommen ist, in meinen Augen keinen einzigen Schritt. Diese Lobby, die wird bezahlt von der Politik und von Wasserstoff ist super, super, super und will keine anderen Möglichkeiten und Wege zulassen. Und das ist natürlich schwierig, ja. Aber da braucht man eine gewisse Konsequenz. Sturheit. Und Sturheit, ja. Ja. Okay. Was sagen deine Mitarbeiter über dich? Also, ich glaube, wenn man jetzt wirklich neutral, so, wir haben noch einen Audi-Stammtisch, Audi-Sport und so weiter und so fort. Also, die halten mich alle, glaube ich, doch recht hoch und haben gute Erinnerungen an mich. Und ich, mit mir kann man jeden Scheiß machen, mit mir kann man auch Pferde stehlen. Und natürlich verfolge ich auch mein Ziel. Und bei mir gilt aber auch das Leistungsprinzip. Wenn ich sehe, einer bringt die Leistung, dann bin ich auch hochzufrieden. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Image bei meinen Mitarbeitern. Und die kennen natürlich auch meine Schwächen. Und wenn sie dann sagen, ja, drei Ausreden finden, ich muss aber, die Werkstatt ist besetzt, ich muss aber jetzt mein Privatauto am Wochenende hier reparieren, dann lasse ich die auch in die Werkstatt. Und wenn ich dann sage, aber da braucht man eine zweite Person als Aufsichts, weil das ist eben Vorschrift, dann bringen sie ihre Frau mit oder ihre Freundin und dann ist das auch erledigt. Aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Und ich finde das auch gut, aber ein Teamgeist muss da sein. Und langfristig gesehen ist das immer der beste Erfolg. Wie eine Familie. Ja. Würdest du dich als mutig bezeichnen? Ja, ich bin risikobereit. Und vielleicht zu viel Risiko oft, ja, und auch mutig, habe eigentlich wenig Probleme mit Angst, großer Angst. So wie es kommt, kommt's, und habe in meinem Leben auch schon einige knappe Fälle gehabt, ne? Mit 19 Jahren habe ich einen schweren Motorradunfall gehabt. In meinen Augen auch unverschuldet, aber 5-mal den Kopf gebrochen, war 3 Minuten, glaube ich, mindestens tot, bis ich dann wiederbelebt wurde. Habe dann also auch diese bekannten Erscheinungen gehabt, dass es den Gott gibt und so. Also hat mich schon auch schwer gezeichnet, mit 19 Jahren so einen schweren Unfall zu haben. Aber wie gesagt, ist auch dann wieder schnell vergessen worden. Und man muss schon mutig sein, auch im Leben. Ja, muss auch schon mal was riskieren. Hast du auch mal zu viel riskiert? Wie ich meine Frau vielleicht zu tief in die Augen geschaut habe. Eigentlich lebe ich noch und ich habe immer Spaß gehabt. Und somit muss ich sagen, nein, ich habe noch nicht zu viel riskiert. Man muss alles ausprobieren. Ich habe auch schon mal Kokain genommen zum Ausprobieren. Ich habe auch mal Hasch genommen, auch zum Ausprobieren. Ich habe auch schon mal zu viel getrunken. Und wie ich das einmal zu viel getrunken habe und dann mein Vater mit Hühnerknochen, gab es gerade Hähnchen, beworfen habe, habe ich gesagt, also
Trinken ja und lustig sein ja, aber dann zu tun, was man nicht mehr weiß und was man auch gar nicht will, das ist eigentlich nicht meine Sache, das ist menschenunwürdig. Und somit einmal im Leben voll betrunken, aber nie wieder. Und somit hatte ich auch nie Angst, mal was auszuprobieren. Was kann ja auch passieren. Ja. Ich meine, auch wenn man es in Bezug aufs Geschäft nimmt, gibt es ja auch immer wieder Phasen, wo man vielleicht sagt, okay, ich muss hier einen Neustart machen. Aber das heißt ja nicht, dass das Leben vorbei ist. Nein. Es geht ja dann weiter. Das ist meine Lebenserfahrung. Oft mit dem Apollo, da ist mein Investor dann krank geworden, ein toller Freund gewesen, der hatte dann eine Gehirnoperation und über Tag und das war innerhalb von Stunden ist er auf meinen Spinnefeind gewesen, hat alle seine Bürgschaften zurückgezogen, hat eine Wesensveränderung gehabt in sich und dann ist das Ding den Bach runtergegangen, alle Bürgschaften zurück und Chinese hat es übernommen und letztendlich ist es dann ausgebeutet worden und Konkurs gegangen. Und das war für mich natürlich ein großes Unglück. Aber daraus ist dann eben das Neue geboren worden und so ist das eigentlich auch in meinem Leben, dass wenn man schon mal ein Unglück hat, dann muss man das Beste daraus machen. Und wenn ich es heute betrachte, war das Unglück für mich ein großes Glück. Sonst wäre ich auch nicht wieder hier und hätte das so weit gebracht. Ja. Dann hätte das Leben ganz andere Richtung genommen. Dann wäre ich immer noch mit Verbrennungsmotoren und Rundstrecke und dein damaliges Unternehmen, hieß es Apollo? Apollo, ja. Okay. Das heißt, das ist in die Insolvenz gerutscht. Ja. Und wenn du jetzt dein Unternehmen anguckst, was machst du denn jetzt anders? Na, ich habe eigentlich gar nichts anderes gemacht. Ich habe damals ein Verbrennungsauto gehabt, das den Auftrag hatte, vom Band weggenommen zu werden. Und du kannst dieses Auto nehmen und auf der Rennstrecke benutzen, ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen zu machen. Das war so meine Gedanke. Denn jeden Porsche, Ferrari, den du von der Stange nimmst und auf die Rennstrecke fährst, nach zwei Runden ist die Bremse kaputt oder der Motor zu heiß oder das Getriebe überhitzt. Das funktioniert nicht mit normalen Straßenautos. Mein Apollo konnte das und kann das heute noch. Jetzt bekam ich vor 4 Jahren, 2017, haben wir hier diese Firma gegründet, den Auftrag, ein Elektroauto zu bauen, das funktioniert. Und für mich funktionieren bedeutet 800 Kilometer weit fahren, 500 Kilometer ohne anzuhalten. Und deswegen war das mein neues Ziel, ein Elektroauto zu bauen, das ist vernünftig. Emissionsfrei zu fahren ist vernünftig, war Voraussetzung. Und Wasserstoff ist auch vernünftig. Aber so wie es bis jetzt gemacht worden ist, ist es unvernünftig. Also muss man was Neues finden. Und ich habe bei Audi den Allradantrieb die Idee gehabt und habe den Piëch überzeugt und gesagt, Piëch, fahr doch mal Prototyp hier. Ist ein Allrad drinnen, so wie wir es damals vom VW Iltis, den habe ich auch bei Audi gemacht, aber müsste eigentlich heißen Audi Iltis. Da habe ich dann die Idee gehabt, mit dem Allradgetriebenen Jeep-Auto bin ich schneller als die normalen Limousinen in kurvenreichen Strecken. Und das war für mich die Überzeugung, Allrad ist besser als Einachsgetrieben. Und dann. Du meinst auch den Quattro, oder? Ja, 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 okay. Das war meine Idee. Und dann muss man überzeugen. Und dann rennt man gegen die Windmühlen. Und dann war der Piëch überzeugt und dann haben wir gegen VW-Windmühlen kämpfen müssen. Dann hat der VW-Vorstand gesagt, was? 200 Quattro-Antriebfahrzeuge wollt ihr bauen? 200? So viel? Die verkauft ihr doch niemals. Ne? Da hat der Piëch gesagt, ich habe genug Geld, ich kaufe die 200. Und dann hat der Der Vorstand Schmidt hieß der damals, der VW-Vorstand, gesagt, ja, dann machen wir das halt, die 200 werden wir auch noch verkraften, die nimmt uns eh keiner ab. Und heute sind es Millionen und Millionen. Ne? Heute will einer ein Audi, der nicht mehr ohne Quattro. Ja, ja, ja. Ne?
Also es braucht manchmal auch dafür Zeit, ne? Richtig. Bis sich etwas dann doch durchsetzt oder selbstverständlich geworden ist. Ja. Und das machen wir jetzt mit unserem Gumpert Powertrain, haben wir dazu gesagt. GPT, Gumpert Powertrain. Aber das ist nur das zum Angeben, zum Zeigen. Diese Technologie ist möglich in einem zweisitzigen Sportwagen, der 800 Kilometer weit fährt, der 300 km/h Spitze fährt, braucht keine Sau mehr, Entschuldigung, der von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden beschleunigt, braucht man auch nicht, der ein Zweiganggetriebe hat, Allrad, Torsendifferential und, das braucht man alles nicht. Aber wenn diese Technologie in ein zweisitziges Sportauto reingeht, dann geht es erst recht in jeden SUV, in jeden Massenprodukt, in jeden Transporter, in jeden LKW, in jeden Bus rein. Und das wollen wir zeigen. Und somit fangen wir jetzt mit Transportern, LKW und Bussen an. Nächstes Jahr zur IAA werden wir einen 40-Tonner LKW vorstellen. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Na, erstens mal, dass ich geboren worden bin, dass ich gesund bin, dass ich meine Frau, meine Kinder habe. Gesundheit ist, glaube ich, das tollste Gut, was man hat im Leben. Ne? Mhm. Gesund und Unglück natürlich, Zufriedenheit. Darf ich fragen, wie alt du bist? Nein. kann man bei Wikipedia nachgucken. Okay. Ja, kurz vor dem 77. Ach ja, okay. Und immer noch richtig Bock. Warum denn nicht? Das finde ich super gut. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen. Ja, nur zu. Und zwar, glaubst du, dass eine glückliche Kindheit zum Erfolg führt? Es ist zumindest nicht von Nachteil. Ja. Ja. Also meine Kindheit war schon glücklich. Wir sind Flüchtlingskinder, wir kommen aus Schlesien. Waren dort eine vermögende Familie. Meine Eltern waren Papierfabrikbesitzer und mein Vater durfte dann die Polen, Schlesien wurde ja dann polnisch, war ja eine deutsche Provinz sozusagen, so wie Bayern oder Thüringen, wurde dann halt von Polen besetzt und mein Vater durfte dann nicht weg, weil ohne ihn lief die Papierfabrik nicht und dann der zweite, dritte Fluchtversuch ist dann erst gelungen. Und das war dann 47, 48 erst, ist die Flucht gelungen. Und somit waren wir Flüchtlinge und dann also auch schon verarmt. Ne? Also, und das war also eine harte Kindheit. Ne? Also da haben wir nichts zum Essen gehabt oder keine Süßigkeiten. Und mein Vater hat als Hilfsarbeiter im Westen wieder angefangen und sich langsam wieder hochgearbeitet. Aber die Familie hat immer zusammengehalten. Es hat auch fast nie einen Streit gegeben. Und haben noch 4 Brüder, 5 Kinder. Ach ja, okay. Ja. Was hältst du von dem Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leistungen? Der heißt nicht Leistungen, bei den Leisten. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, ich war gerade schon bei der Dienstleistung gerade. Ja. Aber ist ein guter Spruch, hat meine Mutter immer gesagt, ja. Ja. Lebst du es selbst auch? Natürlich, ich meine, die Zeit ist heute einfach digital und wir haben das nicht gelernt, ja. Und somit werde ich meine Tochter mit 12 Jahren jetzt, die macht mir vor, wie es mit dem Rechner geht, ja, und mit dem Computer und mit meinem Handy. Ja? Deswegen ist es schon richtig, aber man muss natürlich auch gewisse Neugierigkeit haben und sagen, ja, ich kann das jetzt nicht völlig ablehnen, sondern ich muss mich damit auch beschäftigen. Aber ich werde niemals der Spezialist werden, aber den Überblick, den brauche ich. Ne? Mhm. Also ja und nein. Genauso wie der Spruch, was Hänschen lernt, lernt Hans nimmermehr, ja. Natürlich, wenn man das als kleiner Junge das und das und das lernt, Radfahren, Schwimmen oder Nähen, hat mir meine Mutter beigebracht. Ich kann heute noch nähen, meine Frau nicht. Also wenn Knöpfe am Nähen ist oder ein Hemd zu nähen ist, dann bin ich dran. Ja? Das hat man als Kind gelernt. Das verlernt man nicht mehr. Das verlernt man nicht mehr. Ne? Und so ist es natürlich auch mit dem Beruf.
Maschinenbauingenieur, das hat man dann im Blut und das Gefühl auch, ne? Und das verlernt man dann immer. Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist richtig. Natürlich braucht man auch über den Tellerrand hinaus, muss man auch schauen können. Und man muss also auch auf sich nicht abschotten gegen die Neuigkeiten. Ne? Also, und somit müssen wir eben irgendwann einmal unsere fossilen Brennstoffe, sprich auch Verbrennermotoren, verlassen und was Neues, Emissionsfreies finden, ist schon richtig, obwohl es auch wehtut. Ne? Was heißt, ich habe drei Fragen noch. Mhm. Was heißt für dich Risiko? Na, einerseits macht Risiko auch Spaß. Okay, der Spaßfaktor, ja. Weil es wird dir nicht langweilig. Ja? Mhm. Das Beispiel, jeder hat mich verrückt erklärt, die erste Nathalie, die wir gebaut haben, haben wir dann auf Nürburgring der Presse vorgestellt. Und die ist tatsächlich am Tag vorher fertig geworden. Und wir sind zum Nürburgring gefahren damit. Und jeder hat mich verrückt erklärt. Und sie haben mich auf den Hof gefahren und hatten noch Probleme und das ging das nicht. Und dann ist Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt gewesen. Und dann lief das Ding nur rückwärts statt vorwärts. Eine Katastrophe. Und jeder hat mich verrückt erklärt und gesagt, brecht das ab. Und ich war stur und habe gesagt, nein, ich gehe das Risiko ein. Und es ist alles gut gegangen. Und was ist für dich im Gegenzug die Sicherheit? Verantwortungsgefühl und Sicherheit, ja. Verantwortungsgefühl der Familie gegenüber ist natürlich, dass man dafür sorgen muss, dass man das Risiko, was man eingeht, schon, wenn alles schief geht, darf es nicht auf die Familie zurückfallen. Das ist die Sicherheit, die man trotzdem haben muss, ne? Also wenn, ganz blöd gesagt, wenn mir was passiert, dann muss meine Lebensversicherung so gut sein, dass dann die Familie nicht am Hungertuch nagt. Mit 20, 25 bin ich Motorrad risikoreicher gefahren als heute. Fährst du noch Motorrad? Ja, wenn ich Zeit habe schon. Ja. Aber dann eine Beiwagenmaschine und eben mit 80 oder 100 oder 110. Ich bin auch gerne noch Motocross gefahren. Aber ja, das überlegt man sich heute schon. Letzte Frage. Was würdest du Jungunternehmern mit auf den Weg geben? Die sollen nur das machen, was ihnen Spaß macht. Also ich meine, jeder Mensch soll ein Hobby haben. Du machst gerne das und du machst gerne Filmaufnahmen oder jeder hat doch irgendwo ein Hobby. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn man so 16, 17, 18 ist, Mensch, was macht mir denn Spaß im Leben? Und in diese Richtung muss der Beruf gehen. Natürlich jeder in der Früh, ach, jetzt muss ich aufstehen zur Arbeit. Und das hat das jeder. Macht man gerne, wenn man Spaß hat. Ja, auch dann, dann noch nicht immer, wenn ich gerade einen Kater habe und ein bisschen zu tief ins Weinglas geschaut habe und einen kleinen Schwips hatte, dann steht man auch nicht auf, wenn man das Hobby machen will, ja. Aber wenn man dann aufgestanden ist und zur Arbeit ist und dann macht es wieder Spaß. Und das ist doch das Wichtigste. Und heute, die Leute gehen zur Arbeit, scheiße, muss ich das machen und muss ich das machen und das zipft mich an und das regt mich auf. Und dann kommt diese Unlust rein und diese Frustration und das macht keinen Spaß. Ja. So, und das ist verkehrt. Sollte jeder das arbeiten, was ihm Spaß macht. Somit kann ich sagen, wirklich, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, meinem Beruf und so weiter, das hat mir immer Spaß gemacht. Ja. Toll. Ich habe keine weiteren Fragen, Roland. Okay. War wirklich sehr, sehr spannend. Toll. Und ein paar tolle Inhalte. Also auch einfach, so wie du Dinge erlebt hast, wie du Sachen für dich umgesetzt hast. Spannend. Prima.